Die Dame hat eine Hirnblutung und man muss jetzt schnell eben gucken, dass man alles organisiert bekommt. Operation, Intensivstation. Bis vor kurzem war man noch Student und jetzt eigentlich nur mit diesem Examen steht man dann alleine plötzlich hier. Hallo, ich bin Mareike. Ich habe in München an der LMU Medizin studiert und arbeite jetzt als Assistenzärztin in der Neurochirurgie in der München Klinik Bogenhausen in Weiterbildung. Im Dezember 2019 habt ihr mich das erste Mal an meinem, glaube ich, vierten Dienst in meinem Leben begleitet. Und da war das Ganze für mich noch sehr überfordernd. Der sehr Freudengedanke, dass das Studium vorbei ist, der ist nicht mehr so häufig vorhanden, sondern eher so immer ein bisschen, oh je, hoffentlich wird's okay heute. Bei meiner 24-Stunden-Schicht komme ich gegen 8 Uhr morgens an und verschaffe mir erstmal einen Überblick über die Station und gehe zur Frühbesprechung. Und dann geht im Regelfall die ganz normale Visite und Stationsarbeit los. Zimmer 11. Ist jetzt zweifach operiert, hat einen Wirbelkörperersatz bekommen. Die letzte Operation war, meine ich, letzte Woche. Okay, los geht's. Morgen. Morgen. Danach kommt es dann immer wieder zu Unterbrechungen, je nachdem, manchmal schon nach einer Minute. Lepenis, Neurochirurgie. Und quasi Notfälle eintrudeln, Verlegungen aus anderen Kliniken kommen. Bisher ist eigentlich noch relativ ruhig, weil wir recht gut besetzt sind. Alles klar, ich komme sofort runter. Ja, tschüss. Ich muss leider direkt, wir haben einen schweren Fall in der Notaufnahme. Ich komme gleich noch mal wieder, ja? Da ist jetzt eine junge Frau, 40, mit vernichtungsartigen Kopfschmerzen und Verdacht auf eine atraumatische, also ohne bekanntes Trauma, Hirnblutung. Ein vernichtungsartiger Kopfschmerz heißt für mich alle Alarmglocken an. Das könnte ein Aneurysma sein. Definitiv ist es ein absoluter Notfall, wo es schon auf Minuten ankommt. Im Schockraum bin ich erstmal auf mich gestellt, aber kann meinen Oberarzt jederzeit dazu rufen. Versuchen Sie mal wach zu bleiben. Und dann möchte ich eigentlich extrem schnell forcieren, dass man ein CT bekommt und das auch sichern kann. Dann beim ersten Bild war eigentlich schon klar, dass ein Aneurysma geplatzt ist. Und dann wurde noch ein zweites Bild gemacht, wo man dann genau schaut, wo das Aneurysma ist. Aber dann ist eigentlich schon ziemlich schnell klar gewesen. Also die Dame hat eine Hirnblutung und man muss jetzt schnell eben gucken, dass man alles organisiert bekommt. Operation, Intensivstation und... Wo finde ich denn die Patientin hier? Ah, hier. Hier ist sie. Jetzt habe ich sie. Bei einer Patientin wie dieser, wo man merkt, dass sie wach ist, möchte man natürlich schon grob erklären, was jetzt als nächster Schritt passiert, um der Patientin ein besseres Gefühl zu geben. Und schauen, dass wir ihnen den Hirndruck entlasten, dass das dann nicht mehr so weh tut. Ja? Und dann schauen wir, dass wir dieses Aneurysma zumachen. Ja? Haben Sie dazu Fragen? Am Telefon war da mein diensthabender Oberarzt. Und der hatte dann eben die Entscheidung zu tragen, dass wir sofort in den OP gehen und eine operative Versorgung machen. Soll ich mit zur EVD oder soll ich draußen bleiben? Okay, dann bringe ich meinen Funk noch hoch, ne? Er hat dann entschieden, dass ich die OP machen soll. Damals war es ein sehr pulshohes Gefühl, dass man jetzt schnell dieses Telefon abgeben muss und dass man schnell in den OP kommen soll. Ja, man versucht halt, man keinen Fehler zu machen, konzentriert sich halt schnell, alles Mögliche, alles Nötige und Mögliche hinzukriegen. Hallo. In der Notaufnahme ist eine Patientin, die habe ich jetzt noch nicht geschafft anzuschauen. Bis gleich. Nee, also ich habe es schon oft, wirklich oft gesehen. Wenn man aber dann selber mal wirklich bohrt, ist man natürlich aufgeregt. Genau, also es wird der Hirndruck entlastet von dieser Blutung. Also bei ihr jetzt hatte ich schon so ein bisschen Sorge, ob sie so stabil bleibt, weil sie war eigentlich die ganze Zeit stabil, könnte natürlich auch umschwenken. Also Neurochirurgie fand ich schon immer faszinierend bei Neuroanatomie. Also diese ganzen neurologischen Strukturen, das Gehirn fand ich da super spannend.
Und dann hat sich das ganz gut gefügt, dass ich die Praktika auch super interessant fand in der Neurochirurgie bzw. Neurologie. Und operieren wollte ich eben auch gerne und dann blieben nicht so viele Optionen. Ich hatte meine Approbationsurkunde bekommen und dann habe ich mir überlegt, wo ich gerne hin möchte, in welche Stadt, in welches Land und in welche Fachabteilung. Dann habe ich geschaut, wo mich welche Stelle interessieren könnte und habe einfach wild Bewerbungen losgeschickt. Bei der Bewerbung habe ich eigentlich darauf geachtet, dass es ein Haus ist, was relativ viel operiert, nicht jetzt ein kleines Wald- und Wiesenkrankenhaus, weil ich erstmal gerne viel Spektrum sehen wollte, viele Krankheitsbilder, große Operationen sehen wollte. Die Bewerbung geschrieben und dann passierte erstmal eine relativ lange Zeit gar nichts. Und dann rief mich irgendwann die Sekretärin an und fragte mich, ob ich Lust habe, einmal zu hospitieren, ob ich mal vorbeikommen möchte zum Bewerbungsgespräch. Ja, konkret war es eigentlich relativ lustig, als ich dem Chef gesagt habe, dass ich gerne die Stelle annehmen würde, hat er mich eigentlich nur angeschaut und gelächelt und gesagt, ja, Frau Lepenis, wir würden Sie auch gerne nehmen. Ja, eigentlich war es ein natürlich befreiendes Gefühl, dass man eine Stelle jetzt hat, die erste Stelle, das erste Mal Geld verdienen kann. Und auch die, die man haben wollte, aber irgendwie auch ein beängstigendes Gefühl, dass es jetzt endlich losgeht, wirklich. Wenn ihr noch mehr wissen wollt zum Berufseinstieg in Medizin, dann klickt bitte hier oben. Also die Frau ist in Narkose und es geht ihr so weit, ist sie stabil. Ich habe diesen Zugang sozusagen, der den Hirndruck ablässt, habe ich legen können. Und genau, der Oberarzt hat mir assistiert und das Ganze hat dann unter Aufsicht stattgefunden. Ja, man ist natürlich vorsichtig und ist froh, dass eine Aufsicht mit dabei ist, weiß so von den Zügen, wie es geht, wie das ablaufen soll. Und dann versucht man es eben so umzusetzen, wie man es beigebracht bekommen hat. Ja, ich finde es ziemlich stressig tatsächlich. Also ich habe es mir so stressig nicht zwingend vorgestellt. Ich habe nicht mal einen Schluck Wasser bisher getrunken und es ist jetzt eigentlich auch schon Mittagessenszeit. Also. Wird es aber nicht jedes Mittagessen. Nee, gehe ich nicht davon aus. Hallo. Hallo. Es gibt 3 oder so neurochirurgische Patienten hier irgendwo. Ja, danke. Finde ich manchmal ein bisschen schwierig, wenn dann die Leute sehr unzufrieden sind, weil sie so lange warten, aber hast du ja jetzt mitbekommen. So richtig Däumchen gedreht habe ich jetzt auch nicht. Und Sie haben ein merkwürdiges Schmerzempfinden gehabt. Dann würde ich Sie einmal untersuchen. Muss ich das einmal mit dem Oberarzt rücksprechen und dann kann ich die Operation sozusagen aufklären und die Patientin einbestellen. Braucht die Operation? Die braucht eine Operation, genau. Gab ein paar Menschen in der Notaufnahme, 1-2 Operationen, die noch recht lange liefen. Und jetzt hoffe ich, dass der Dienst soweit ruhig verläuft und ich ein bisschen schlafen kann. Guten Morgen. Morgen. Wie geht's dir? Ach, ganz gut. So ab 1 Uhr waren oder 1:30 war dann endlich Ruhe. Und dann habe ich bis gerade eben geschlafen. Jetzt muss ich nur, mache ich für den Frühdienst ein paar Blutabnahmen. Sie ist soweit stabil und gab es jetzt keine weiteren Vorkommnisse. Kann man jetzt hoffen oder davon ausgehen, dass vielleicht, also dieses Aneurysma wurde noch verschlossen und jetzt muss man schauen, wie sie sich weiterentwickelt, wie sich diese Blutung verhält, ob die sich einfach reduziert mit der Zeit und dann, ich denke, dass sie eigentlich ganz gute Chancen hat, dass es alles wieder in Ordnung kommt. Ich habe jetzt noch Volleyballspieltag gleich. Ach, krass. Ja. Also ich finde, sowieso ist eine Riesenumstellung vom privaten Leben im Studium zu Privatleben jetzt gerade. Also ich habe jetzt irgendwie das Gefühl, ich mache eigentlich nur noch Sport und Arbeit. Ansonsten irgendwie gar nichts.
Deswegen, also man will dann auch irgendwie diesen freien Tag ein bisschen nutzen, dass man irgendwas anderes mal noch tut, als nur hier zu sein. Meine ersten beiden Jahre im Job waren sehr, sehr wechselhaft. Ich fand, am Anfang gab es eine große Überforderungsphase, die sich dann aber kontinuierlich gelegt hat. Und dann vor allem mit der Intensivstation, die ich dann noch zwischendurch ein Dreivierteljahr gemacht habe, bin ich echt viel lockerer irgendwie im Umgang mit Notfällen geworden und bin jetzt auch viel entspannter im Dienst. Man hat trotzdem teilweise extrem viel Stress, einfach weil es so viel auf einmal ist, was man machen muss. Aber an sich, würde ich sagen, hat sich meine Arbeit sehr zum Guten so entwickelt. Also als Rat, glaube ich, kann man gar nicht so viel für Berufseinsteiger nennen, weil der Anfang wird einfach schwierig sein. Man wird einfach das erste Mal der Verantwortung ausgesetzt, dass man schon alleine mit einer Antibiotikagabe für einen Harnwegsinfekt überfordert ist. Und deswegen, glaube ich, muss man sich da einfach durchwursteln und locker bleiben und es wird besser. Welcher Studiengang würde euch denn noch bei Alpha Uni interessieren? Schreibt es doch bitte in die Kommentare hier unten. Vielen Dank, dass ihr euch das Video angeschaut habt. Wenn ihr mehr Informationen zum Medizinstudium und wie das so läuft haben möchtet, dann klickt bitte hier. Und wenn ihr weitere Videos von Alpha Uni sehen wollt, klickt bitte hier.